But if you close your eyes. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feeds Beast Infinity Evolve. Wir sind in der letzten Folge mit den netten Vorbereitungen für unser wundervolles ME-System stehen geblieben. So, immer schön die Level zu mitnehmen. Ja, die Mehrzahl von Level ist Level Z mit Z. So, die schmeißen wir mal alle darin und legen uns dann dazu. So. Genau. So, jetzt haben wir schon mal einen Großteil der Vorbereitungen geschafft. Jetzt brauchen wir zwei Trichter. Trichter. Wir brauchen sogar drei davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauche ich, glaube ich. Ja, drei Chests. 1, 2, 3. Jetzt haben wir drei Trichter. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal drei Truhen. Nice. So, hier nehmen wir mal zwei Redstones mit. So, und wie ihr seht, ist mein Plan gerade voll schief gegangen. Schön ist, wenn man selber checkt, dass sein Plan total scheiße ist. So, und zwar bauen wir jetzt als erstes hier und hier eine dran. Und wir bauen dann noch eine hier dran. So, warum? Aus dem folgenden Grund. Zuerst reißen wir das und das ab. Setzen dort jeweils halbe Blöcke hin. Genauso wie über dem hier setzen wir auch einen halben Block hin. Dann können wir hier die Truhe aufmachen. Perfekt. Hier die Truhe geht auf, warum da auch immer zwei Steine drin sind. Zack, wo sind die jetzt hin, die beiden Steine? Ach hier. Ja, der Trichter fängt ja alles auf. Na, ah, nee, mach jetzt nicht. Mach jetzt keinen auf diesen, Alter. Fuck. Ach ja, die hat er bestimmt eingesaugt. Ja. Gut. Hier können wir das hier reinschmeißen. Das packt er automatisch hier hin. Sehr gut. Perfekt. Warum auch immer du da einen Stein drin hast. Das macht ja keinen Sinn. Essen. Machen wir einfach eine Stahltruhe draus. Oder eine Eisentruhe in dem Falle. Müssen wir wieder nach oben kraxeln. So, also. Zack. Und Eisen drumherum. Eisentruhe. Und dann können wir hier alles an Silikon mitnehmen. So. Das Silikon kommt dann nämlich in die besagte Eisentruhe. Zack, zack. Perfekt. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Es klappt. So, jetzt können wir uns noch über Beschleunigungskarten informieren. Für eine Beschleunigungskarte brauchen wir das. Dafür brauchen wir reinen Zertusquarz. Dann holen wir uns mal einen. 2 reine Zertusquarze. Das können wir. Ach ja. Da ist jetzt das Problem. Wir brauchen noch eine dritte Einheit. Ist aber nicht schlimm. Die kriegen wir ja relativ schnell gezaubert. Wir brauchen 2 davon.
Bisschen was davon. Mein Fuß ist eingeschlafen. Das kribbelt jetzt so extrem ekelhaft. Hand hoch, wer es kennt. Gut, 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 gut. Wir haben Zertusquarz vergessen. Schade. So. Einmal das raus. 1, 2. Einmal das raus. 1, 2. Und einmal das raus. So, ja. Gib her. Dankeschön. Dann wieder nach oben kraxeln. Und den nächsten Gravur. Ach, verdammt, wir müssen erstmal Holz machen. Holz, Holz. Zwei Stück. 1, 2, 1, 2. So, zwei Eisen. 1, 2. So. Zack, zack, zack. Und einmal Eisen drumherum. Perfekt. Ja, ich wusste, dass das irgendwann passiert. Ich glaube, ich muss die Tür hier ein bisschen größer bauen. Gut, jetzt ist es nicht mehr so eng. So, dann reißen wir das hier ab und setzen das hier hin. Dann können wir den oben drauf setzen. Nice. So, wir brauchen dafür folgende Sachen. Einen Kalkulationsdruckteil. Logistik, Kalko. Schmeißen wir mal da rein und werfen den ersten. Ah, der reine geht ja anders. Miese Brise. Zeig mich selbst verarscht. Wirf einen Zertusquarzkeim, gemacht aus Zertusquarzstaub und Sand in eine Pfütze Wasser und. Ja, genau, da war ja was. So, ME-Bindestrich. Dann können wir das leider noch nicht machen. So, wir brauchen das Ding. Für das Ding brauchen wir die reinen Fluixkeime. Dichte ME-Leitung, ME-Content. Es gab irgendeinen Gegenstand, den ich benutzt habe. Welcher fucking zur Hölle war das? Nein. Ja, nein. Controller. Quarz. War das der Quantentunnelring? Es könnte lustigerweise wirklich genau der gewesen sein. Energiezelle. Ja, das war der. Da brauchen wir ein Dia. Ein Dia und Gold. Dia. Und Gold. Dip, 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 Gold. So, schmeißen wir das mal wieder rein. Sehr gut. Wir brauchen noch mal einen. Dip, 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 dip. Da, die beiden Sachen. Andere habe ich noch. So, das kommt weg, das kommt weg. Oh, fuck. Jetzt habe ich da alle reingeschmissen. So. Vier Stück müssen da rein. So. Logistik, das hier. Wir brauchen eine davon. Ja, was brauchen wir hierfür? Nice, danke. Logistik, eine reicht mir.
Ups, falsches Ding. Zack. Mach mal. Und mit viel Glück klappt alles genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zack. Oh. Nice. Muss ich nur noch zwei von drei, also eine von drei Sachen reinschmeißen. Erleichtert mir das Spiel um einiges. So, das haben wir. Das haben wir. Jetzt brauchen wir noch dafür. Nee, das war falsch. Das dichtes ME-Leitung. Nee. Zack. Zertus. Genau. Aus. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Und Glas. Vier. Ah, meine Augen tun weh. Nice, 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 nice. Dann leg dich mal kurz hin, damit schnell wieder Tag ist und wir den Bums fertig machen können. Fertig, fertig. Ho, 3, 4. 1. So, was fehlte da jetzt noch ringsrum? Geladener Zertusquarz. Natürlich habe ich keinen mehr auf Tasche, ey. 4 Stück brauche ich. Ich habe 6. Nice. So, zack. Okay, wo ist der Fehler? Oh. Da war der Fehler. Einer hier hinter. Ups, nein, falsches Ding. Ach ja, ich muss noch ein dichtes ME-Kabel bauen. Oh, Mist. Aber den Rest habe ich, den Rest habe ich. Das ist schon mal hier. Dichtes ME-Kabel baue ich. Gar nicht mal so einfach, das Ding zu bauen. Vier. Nee, ich brauche nur 3, nicht 4. So. Glas wäre auch noch geil, wenn ich das irgendwo herkriegen könnte. Muss wieder weg. Da habe ich kein Glas mehr. Hier habe ich noch Glas. Na. Oh, hier habe ich auch noch Glas. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Sand machen. Danke. War jetzt schon wieder so richtig schön intelligent von mir. Der ist zwar relativ zügig in dem, was er macht. Trotzdem hätte ich vielleicht erst meine Dinger da nehmen sollen. Ups, nein, falsch. Danke. So, zack. 6. 3 Stück kriegt man dann noch raus? Beschiss. 4 Stück davon. Oh, fehlen mir immer noch welche. Ist das zum Kotzen, sag ich euch. So, wir haben noch 2 geladene. Haben 1, 2. Ich hätte einfach mal alle darin schmeißen sollen. So, 1, 2. So. Hätten wir das schon mal, ne? So, dann brauchen wir jetzt Wolle. Wolle haben wir lustigerweise hoffentlich genug.
Werden wir so craften. Weiß jetzt nicht, wie viel ich da rauskriege. Zack, 7 Stück. Sollte reichen. 4. 4 waren das, die ich brauche. 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall. Zack, zack, 4. Red und Glow. Red und Glow. Der auch nicht. Ups. Warum die beiden nicht auf dem Haufen liegen. Das ist voll die Ressourcenverschwendung. Ne, Platzverschwendung, nicht Ressourcenverschwendung. So, 4 Stück haben wir. Die kommen jetzt so hin. Und ein Redstone. Zack. Das kommt hier rüber. Upsala. Zack. So, wenn mich jetzt nicht alle täuschen und ich keinen großen Mist gebaut habe, müsste ja jetzt, wenn ich den zack hier hinstelle, er sich nicht verbinden, Kacke. Die Frage ist, warum tut er das nicht? Brauche ich einen Schraubenschlüssel dafür? Oh, wie hieß denn dieses Gerät nochmal, was ich dafür brauche? Muss ich mich echt nochmal drüber informieren, ey. Das ist ja echt ein bisschen bescheiden. Lassen wir das erstmal hier so hängen, kleben, wie auch immer. Ja, oder war das ein anderer Teil? Ich glaube aber eigentlich nicht. Farmmotor. Nice, es funktioniert. Wie geil. So. Löst unser Problem jedoch mit dem hier nicht. Sicherheitskonsole. War doch der Quantentunnelring oder nicht? Anderes Ding ist hier ja nicht. Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit. Explosionssicheres ME-Laufwerk. Okay. Ich muss mich da echt nochmal drüber informieren, ne? So eine Kacke, ey. Alles klar, aber das war's erstmal mit dieser Folge. Ich bedanke mich für Zuschauen und ihr wisst, wie das funktioniert mit den Likes. Und sonstiges. Schlechte Kritik ist auch eine Kritik, Leute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Cheerio.